Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Yes, yes, ja. Wir haben ja angefangen, unsere Basis zu bauen. Da läuft es auch ganz gut. Aber folgendes. Wir brauchen einen Haufen Zeug, was wir an der Basis so nicht finden können. Beziehungsweise, wodurch wir unsere Basis nicht fertigstellen können. Deswegen habe ich mir überlegt, wir bereiten uns jetzt nochmal darauf vor, zur Aurora vorzustoßen. Das bedeutet... Die Musik ist gerade ganz catchy, Alter. Habt ihr mal mitbekommen, dass hier so ein metallisches Kratzen irgendwie ist? Das hat in den letzten 2-3 Folgen, glaube ich, angefangen. Es hört sich an, als ob irgendwas irgendwo rausbrechen will. Nice, Alter. Richtig guter Platz. Lecker, lecker. Und da sind noch mehr. Ich habe mir nämlich überlegt, wir werden jetzt Inventar ist voll. Zwei Behälter herstellen. Und da werden wir Essen und Trinken reinmachen. Das heißt, eigentlich müssen wir Fisch pökeln. Obwohl, ich glaube, mit dem Fisch, das ist besser, wenn wir, also mit der Nahrung, wenn wir das immer von Folge zu Folge uns sammeln, wenn wir es brauchen. Aber Flüssigkeit finde ich schon ganz gut, wenn wir das hier haben. Das heißt, was brauchen wir denn, um so ein Teil herzustellen? So ein schwebendes? Titan viermal. Überleg grad, wir hatten Titan noch. Hier auf jeden Fall nicht. Über leere Batterien. Hier auch nicht. Alles gut, alles gut. Alles gut. Hier vielleicht? Auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man Feuerlöcher auffüllt. Irgendwie kann man den ja auffüllen. So, was wir jetzt machen ist, wir kochen tatsächlich zwei Blasenfische. Und dann stellen wir uns Wasser her. In den Kommentaren stand, dass euch aufgefallen ist, dass wir wirklich auch ziemlich viel Wasser in letzter Zeit verbrauchen. Mir kommt das auch so vor. Was wir auf jeden Fall herstellen müssen, bevor wir zur Aurora fahren, ist diese komische Kanone, mit der wir Sachen anheben können. Denn ich glaube, die ist quasi Key-Element, Alter, dass wir da reinkommen. Kabelsatz können wir bauen. Ein Medikit. Aber ein Medikit dürften wir ja hier drin haben. So, jetzt lass mal gucken. Zack. Vital signs stabilizing. So, Laserschneider haben wir, Reparaturwerkzeug, Feuer, wir bräuchten noch ein Feuerlöcher. Und ein Pausemenü. Ist alles schicki, die Batterie und die Energiezelle können wir auch noch raussetzen. Wie sieht denn das aus? Was brauchen wir denn, um Feuerlöcher herzustellen? Da haben wir einen Titan einfach nur. Wir haben doch so viel scheiß Titan gehabt. Ah, ich weiß, wo das ist. Logisch, wir haben ja total viel Titan gebraucht, als wir unsere Basis aufgebaut haben.
Es steht ja auch im Raum die Frage, ob sich Ressourcen, wenn sie einmal abgebaut sind, erholen wieder. Da sind wir uns ja alle nicht so sicher. Oh fuck. Das ist sehr eklige Musik in letzter Zeit. Also sobald es hier dunkel wird, ist nicht mehr so schön, wie es mal war. Falls euch das mal aufgefallen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man hier unter Wasser was atmen hört. Was wahrscheinlich natürlich Schwachsinn ist. Und nur wieder meine Vorstellung. Ich suche jetzt gerade ein bisschen Titan. Kupfer gewesen? Shit. Überleg mal, wie wir damals Kupfer gesucht haben, wie die Bekloppten und die ganze Zeit nur Titan bekommen haben. Nice, Titan. Ich bin jetzt übrigens erstmal von den Gedanken weg, so eine Truhe zu bauen, obwohl wir die auf jeden Fall brauchen. Aber wir müssen unbedingt zur Aurora. Denn ich glaube, dass gerade für die Blueprints, für die Signalbojen und so, dass wir da Sachen von der Aurora brauchen. Jetzt kriegen wir Gold hier. Und Silber. Ich wollte gerade sagen, der ist einen anderen Weg geschwommen. Hätte ich nicht gedacht, dass Titan nochmal ein Problem für uns wird. So viel Musik hatten wir doch aber in letzter Zeit auch nicht, oder? Kupfer. Das ist Sandstein, da ist überall kein Titan drin. Metallschrott. Salzablagerung. Ist alles schön und gut, aber nicht das, was wir jetzt gerade brauchen, Leute. 30 Sekunden. Aber keine Sorge, wir finden schon das, was wir brauchen. Da vorne gibt es auch noch was zu scannen. Wenn wir das schon haben, bekommen wir dafür auch Titan. Nice! Ne, okay, ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich
Und das Fies, da ist 100 Pro was drin, was wir scannen können. Na. Und damit haben wir's. So, jetzt schnell zurück. Dann den Feuerlöcher bauen. Oh, und dann müssen wir erstmal gucken, Alter, wie wir dieses Stase-Teil, nee, nicht Stase-Teil, sondern, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, dieses, ich heb dich hoch und mach dich weg, Teil. Fachbegriff. Über das herstellen. Weil das brauchen wir, um die Kisten auf der Aurora zu bewegen. Denke ich zumindest. So, damit haben wir den zweiten Feuerlöcher. Wir nehmen mal noch einen mit. Wir haben ja gesehen, wie schnell der andere weg war. So, Werkzeuge. Laserschneider, Stasegewehr, Schubkanone. Da brauchen wir einen Kabelsatz, den wir tatsächlich bauen können. So, damit mir jetzt nicht nochmal sowas passiert wie mit dem Laserschneider. Ah ne, das war ja... Haha, das war ja die Aufnahme, die kaputt war. Ihr habt es ja gar nicht mitbekommen. Ich habe nämlich einen Laserschneider gebaut, den wir schon längst haben. Aber das war in einer Folge, die... Da war so viel kaputt. Ja, was sollten wir jetzt machen? Achso. Wasser noch herstellen. Es ist unglaublich, wie viel Wasser wir verbrauchen. Gravitationsfalle interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wir müssen den Strahlenschutzhelm aufsetzen, wenn wir auf der Aurora sind. Kreislauf-Tauchgerät lassen wir dann... Ja, wo machen wir das alles hin? Hier ist kein Platz. Ist auch kein Platz. Was ich mal gucken wollte, der ganze Mist, den wir damals hier hingeworfen haben, ist der noch da? Ist das krass, das liegt hier alles noch. Okay, dann brauchen wir also doch noch ein bisschen Titan. Nee, Kupfererz nicht. Moment. Nee, wir haben noch Platz. Ah, fuck it! No! Fucking fuck fuck, Alter. Hey, na? Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch so Kumpelfische gibt, denen man sagen kann, yo, wir sind jetzt Homies. Da kommt doch gleich wieder einer. Einer dieser Taliban-Fische. Nein! Die gehen mir richtig auf den Piss, die Teile. Ohne Scheiß, ich finde die noch schlimmer als die großen Viecher. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das meine ich auch gar nicht so. Nicht, dass die Großen uns noch hören, Alter. Und dann denken, okay. No, fuck. Das ist so scheiße einfach. Okay,
Hier hast du eine Sandsteinablagerung. Puh, da ist mir jetzt aber gerade der Stift gegangen. Wenn so ein Ding explodiert, Alter. Also jetzt meine ich. Dann sind wir tot. Moment, wie viele Teile brauchen wir? 4. Ah! Komm schon, gib mir ein Titanteil. Was ist los hier? Oxygen. Oh, das ist wenig Oxygen. Unten ist Quarz. Okay, damit haben wir's. Und ich sehe gerade, wir haben auch kaum noch Batterien. Aber wir haben Kupfer und wir haben diese scheiß Pilze haben wir auch. Können wir nochmal 2 mitnehmen. Das heißt, wir können uns Batterien herstellen. Sollten wir vielleicht auch machen. Energiezelle nicht. Wasserdichten Behälter wollte ich herstellen. Die Schubkanone wollte ich herstellen. Oh nein, jetzt hat er die volle Batterie benutzt, um das herzustellen. Willst du mich verarschen jetzt? Jetzt fehlt uns wieder ein Titan. Zweimal Kupfer habe ich. Warte mal, wie viel brauche ich für so eine Batterie? Einmal Kupfer, das heißt, wir brauchen 4 Säurepilze. Es ist doch wie verhext bei uns. Irgendwas ist immer. Aber das ist das Coole. Es ist immer irgendwas zu tun hier. Ich muss auch ehrlich sagen. Subnautica ist meiner Meinung nach. Das war. Scheiß auf den jetzt hier. Das ist wahrscheinlich. Und jetzt pass auf, jetzt sage ich was. Das wahrscheinlich perfekteste Survival-Game, Alter, was es bis jetzt gibt. Wir stellen jetzt 2 Batterien her. Einfach weil 2 Batterien super ist zu haben. Außerdem nimmt es weniger Platz weg. Haben wir eine Nachricht? Nee. Dann gehen wir hier ran, holen uns ein Medikit, ballern uns das gleich an den Kopf.
gehen hier raus und suchen dann Tatsache noch einmal ein wenig Titan. Am besten solange es hell ist, damit wir nicht noch mehr Batterien benutzen, noch bevor wir bei der Aurora sind. Warum ich so geil bin, zur Aurora zu kommen, ist, ich glaube, da gibt es massiv viel für uns zu scannen. Sachen, die echt wichtig sind für unsere Basis. Sage ich jetzt einfach mal so. Ob das stimmt oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Kupfer! Hör auf zu lachen. Irgendwann suchst du Kupfer und dann lach ich dich aus. Ja, alle Minenfeldfisch, Alter. Da! Titan. Nice. Und auch hier an dem Teil, an der Taschenlampe, müssen wir auch bald Batterien wechseln. Müssen wir mal gucken, wir haben ja noch einen Haufen Kupfer bei uns in den einen Vorratsbehälter. Wir müssen unbedingt, ich will das Inventar loswerden. Also ich will ein leeres Inventar, wenn wir zur Aurora, also halbwegs leer. So, bevor wir jetzt wieder irgendein Bullshit machen, wasserdichter Behälter. So, den nehmen wir dann on the hand, gehen ins Menü, gehen dann hier raus, gucken, wo wir die anderen beiden haben, ist hier so. Da kommt das Kreislauf-Tauchgerät rein, das nimmt übelst viel Platz weg, Alter. Da kommen die leeren Batterien rein, warte mal, die war nicht leer. Und unsere zwei vollen. Die Energiezelle kommt da rein. Reparaturwerkzeug nehmen wir mit. Gold können wir da reinmachen. Das Fasergewebe. Silikongummi. Das Quarz. Damit haben wir jetzt nur noch Sachen, die wir brauchen. Was wir jetzt noch machen, ist gucken, ob wir noch Kupfer haben. Wir haben noch Kupfer. Warte mal. Eins, zwei... 3, 4. Das heißt, wir brauchen 8 Tiefenpilze. Können wir 4 Batterien herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Ratio ist ja 1 zu 2. Ey, wenn wir erstmal so ein Batterieaufladeteil an unserer Basis angeschlossen haben und vor allen Dingen eine Boje, damit wir wissen, wo unsere Basis ist, ey, dann mache ich 3 Kreuze, Leute, dann sind wir echt einen Schritt weiter. Und zwar einen großen Schritt weiter. Eieiei. Ich würde sagen, ich stelle jetzt noch die Batterien her. Reiß noch ein bisschen hin und her zwischen unseren Fässern, füll nochmal unsere Leben auf. Das heißt, ich werde hier einfach unter uns ein paar Fische fangen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann guten Mutes und fern aller Dinge, keine Ahnung, was ich sagen wollte, zur Aurora. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.